Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder euer Enduro René. Ja, herzlich willkommen aus dem Wohnwagen. Bin aber zu Hause, gleich neben meiner Garage hier, seht ihr das? Ja, mal machen wir mal die Tür zu, wa? Wird es ein bisschen wärmer. Hab mir mal den Trangia-Kocher hier drin angemacht. Wartet mal, wir können ja die Lampe hier abmachen. Ich möchte euch in dem Video mal meine Erfahrungen mitteilen, die ich mit Polizei, Förstern, Jägern, Rangern in den letzten Jahren gemacht habe und dann nochmal speziell mit dem Wohnwagen. Ja, und möchte euch nochmal ganz genau die Situation beschreiben mit der Polizei, den Tag da am Mittellandkanal, beziehungsweise ist es an der Stelle schon der Elbe-Havel-Kanal, ja, habe ich auch nicht gewusst. Danke für den Hinweis von dem lieben Zuschauer. Ja, Leute, wartet mal. Ich fange am besten mit der Situation mit der Polizei den Tag an. Und ich stand ja da am Mittellandkanal und die Polizei, die da kam, das ist die Wasserschutzpolizei gewesen. Und die waren ja zuerst auf der gegenüberliegenden Seite. Und die fahren, wie gesagt, den Mittellandkanal immer regelmäßig hoch und runter, gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und die waren auf der anderen Seite da. Das Auto, was da so geleuchtet hat, das war die Polizei gewesen und die hatten mein Licht gesehen hier vom Wohnwagen. Das rote Licht hatten sie gesehen und dachten halt, das wäre ein Auto. Und an der Stelle, wo ich stand, da darf man als Auto, also da darf man nicht mit Auto hinfahren. Wieder ein großer Vorteil für uns Fahrer bzw. mit dem Wohnwagen. Wir dürfen da nämlich hin. Und ja, die Polizei wollte halt nach dem Rechten gucken, ist denn ringsrum gefahren. Und die kamen dann halt an und ja, haben dann gesehen, dass es kein Auto ist, sondern ein Fahrrad mit einem Wohnwagen. Und fanden das ganze Gefährt richtig toll, waren total aufgeschlossen, haben sich den Wohnwagen erstmal ringsherum angeschaut. Die Polizistin hat dann auch noch ein Foto gemacht. Und ja, es gab da gar keine Probleme. Ja, also die haben sich das alles ein bisschen angeguckt, hier mein Fahrrad, den Wohnwagen, haben da jetzt aber nichts untersucht, ob das alles legal ist und ob das alles so gesetzeskonform ist, was hier alles verbaut ist. Das haben sie jetzt nicht gemacht, haben halt sich nur den Wohnwagen angeschaut, wie ich das so gemacht habe, wie den Küchenbereich und alles so, wie das hier so drinnen aussieht, haben mal reingeschaut, ja, und sind dann halt wieder losgefahren. Also es war ein sehr freundlicher Kontakt. Da gab es jetzt überhaupt gar keine Probleme. So wünsche ich mir das jedes Mal. Ja, ist natürlich nicht immer der Fall. Oh, Leute, es wird warm. Ich muss hier den Deckel drauf machen. Hier ist übrigens für den Trang hier dieser Deckel, womit man den Kocher ein bisschen regeln kann. Seht ihr das hier? Den machen wir mal drauf hier. Ups. Und ich hoffe, die Nebengeräusche sind ja nicht so toll. Hier fährt immer mal ein Auto lang und es fängt jetzt auch leicht an mit Nieseln. Kann ich auch mal umdrehen. Ich weiß nicht, ob er es hört. Nieselt ein bisschen. Dieser Kontakt war sehr nett gewesen mit der Polizei. Und ich teile euch erstmal die Erfahrung mit, die ich als Zelter gemacht habe. Und zwar, als ich beim Wandern unterwegs war mit dem Zelt oder mit dem Fahrrad und dem Zelt. Und da habe ich einmal eine Situation gehabt hier in Plötzky an dem See, wo ich auch öfters schon Videos gedreht habe. Da war ich mit dem Fahrrad gewesen und hatte mir ein großes Tarp aufgebaut und da kam dann den nächsten Tag, also ich habe dann eine Nacht geschlafen, da kam dann den nächsten Tag der Förster an, der hat da die Bäume gekennzeichnet, die gefällt werden sollen und der hat mich da sozusagen des Waldes verwiesen und ja, das ist halt eine negative Erfahrung gewesen, die ich da gemacht hatte. Der hat mir allerdings 3 Wochen später die Erlaubnis erteilt, dort überall mich hinzuhauen, hat er gesagt. Ja. Ja, ich war freundlich zu ihm, ich habe mich entschuldigt und so weiter. Vielleicht hat das dazu beigetragen, keine Ahnung. Ja, also das ist auch ganz wichtig, das habe ich mir auch ganz wichtig, ganz groß auf die Fahne geschrieben. Wenn denn mal so eine Situation ist im Wald, dass zum Beispiel der Waldeigentümer kommt, der Förster oder der Jäger, dass ich immer freundlich bin, mich erstmal entschuldige. Und dann nicht in die Konfrontation gehe, weil da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist nicht gut. Da nehme ich mich erstmal zurück und ja, wenn die Leute dann auch weiterhin aggressiv sind oder zu keinem Kompromiss bereit sind, dann haue ich mich halt woanders hin. Ist ja auch kein Problem. Ja, also das ist die Erfahrung, habe ich gemacht, wenn man da freundlich ist, wenn man sich erstmal entschuldigt, dass da auch oft dann kommt, ja Mensch, dann bleibt doch hier eine Nacht.
Ja, das kann sozusagen im Recht ist erstmal entschuldigen. Mach ich mit dem Wohnwagen auch. Auf jeden Fall, ja, Zelten ist ja auch eine Ordnungswidrigkeit. Also, und dann hatte ich hier an der Kölbitz-Letzlinger Heide nochmal eine Situation mit Jägern. Und zwar habe ich da ein Picknick gemacht mit einem Freund am Waldrand. Und dann kamen die Jäger, die haben da die Hochstände betreut. Und die wollten uns glatt verjagen da, wo wir nur ein Picknick gemacht haben. Ja, das war natürlich. Die waren auch leicht aggro. Und ja, da habe ich mich in der Situation nicht entschuldigt, dass wir da sind. Da bin ich ein bisschen aufgestanden. Und da sind sie ruhiger geworden. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Und ja, was fällt mir noch ein? Dann war ich ja auch ganz viel im Westen wandern. Da habe ich allerdings gute Erfahrungen gemacht, beziehungsweise auch mit dem Motorrad. Fangen wir mal mit dem Motorrad an, das ist schon ein bisschen länger her. Da war ich mit dem Motorrad unterwegs, auch mit einem Kumpel. Wir sind irgendwo im Westen da in den Wald drin gefahren, haben da auch Wildzelten gemacht, sind da irgendwo oben auf den Berg hingefahren, total die hinterletzte Ecke. Stand allerdings auch ein Hochstand. Und am nächsten Tag kam auch da der Jäger und die hat ja nichts gesagt. Wir haben dann bloß uns entschuldigt und auch, dass wir da mit dem Motorrad hochgefahren sind. Und ja, die sagt auch gar kein Problem. Ja, also der, dem war das egal sozusagen. Also er war auch freundlich, mit dem konnte man erzählen. Wir haben dann gesagt, ja, wir packen unsere Sachen zusammen und dann sind wir sowieso nach einer halben Stunde, Stunde weg. Ja, kein Problem, Jungs. Also da war ein freundlicher Kontakt gewesen. Und auch beim Wandern habe ich gute Erfahrungen dort gemacht. Und ja, ich dachte ja immer, dass es da ähnlich ist wie hier, also dass man da verjagt wird und so. Und habe mich da auch am Anfang im Wald versteckt im Westen. Bis ich denn mit einmal Begebenheiten hatte, da hatte ich zum Beispiel einen Waldeigentümer kennengelernt, den ich beim Wandern kennengelernt hatte. Das war, glaube ich, auf dem Rothaarsteig ganz am Anfang. Müsst ihr mal gucken, da habe ich auch ein Video im Kanal. Aber sorry, die Videos waren damals noch sehr unprofessionell. Ja, auf jeden Fall habe ich da einen Waldeigentümer kennengelernt und der hat mir sogar angeboten, dass ich in seinem Wald schlafen kann. Der hat mir sogar genau beschrieben, wo der Wald ist. Da war ich total erstaunt damals. Ich denke, ihr kannst ja so, wird dir sogar die Erlaubnis erteilt. Wahnsinn. Ja, da hatte ich da schon mal das erste positive Erlebnis. Und dann hatte ich noch ein Erlebnis, also ich hatte etliche da. Da haben mir die Leute was zu essen gegeben beim Wandern. Also ganz andere Wandersleute, die da zufällig vorbeigekommen sind, haben gesehen, dass ich mir da gerade ein Essen mache und haben mir dann noch was geschenkt, einen Apfel oder eine Banane. Oder dann war die Situation, da habe ich auch ein Video, da war ich auch in der Nähe vom Kandel bei Freiburg. Und da war ich im Winter da, das war eine Winterwanderung und da hat mir der Bauer sogar Feuerholz gebracht. Und an die Stelle, wo ich gezeltet habe, bist du gar nicht so einfach hingekommen. Da lag nämlich ein Meter Schnee. Der hat mir dann sogar, wie gesagt, Feuerholz vorbeigebracht. Also ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Der kam abends an, da wo schon dunkel war, mit einem Beutel voll Feuerholz und Anzünder. Also so eine Hilfsbereitschaft kenne ich halt hier leider nicht mehr aus der Magdeburger Gegend. Leider. Wird sicherlich auch so eine Leute hier geben, aber ich rate halt recht selten an die. Ja, naja. Aber zum Glück durch den Kanal habe ich ein paar gute Leute auch in Magdeburg kennengelernt. Und ja, herzliche Grüße an euch. Ja, toll, dass ihr euch gemeldet habt hier bei mir, weil wie gesagt, man denkt dann immer schon, ja, man ist ja ganz alleine, aber nee, ihr seid auch gute Leute, auch hilfsbereit. Ja, toll. Naja, auf jeden Fall fällt mir noch eine Situation vom Fahrradfahren ein. Ja, also ich muss sagen, im Westen hatte ich da überhaupt keine Probleme gehabt. Und da habe ich mich dann richtig offensichtlich auch schon hingehauen da. Richtig am Waldrand und so. Und habe dann auch die Leute gefragt, die da lang kamen. Da sind ja auch viel Wanderer unterwegs oder so normale Spaziergänger. Und oh, bleiben Sie hier, kein Problem. Ja, also das war richtig gut gewesen. Da ist mir mal gesagt, hier muss doch mal endlich jemand kommen, der dich verscheucht. Das ist bis heute nicht passiert. Und bei der Hamburg-Tour mit dem Wohnwagen habe ich mich mal ja extra mal provokant genau an der Grenze vom Zeltplatz hingestellt. Und morgens kam ja die Müllsammler da. Das hat die auch nicht interessiert. Ja, und da hatte ich nochmal eine Situation, genau, das war bei Kassel. Und zwar war ich dann mit dem Fahrrad unterwegs und bin mit dem normalen Fahrrad, also nicht E-Bike, mit dem normalen Rad nach Darmstadt gefahren und habe da vor Kassel geschlafen, auf dem Berg oben. Und da war es ja ganz schlecht, Stellen zu finden in bergiger Gegend. Da musst du ja, brauchst ja eine flache Fläche, wo du dein Zelt hinaus. Und da hatte ich den Tag nichts mehr Gutes gefunden und habe mich genau neben den Weg hingehauen. Da stand auch ein Hochstand 100 Meter entfernt.
Und dann kam natürlich der Jäger an abends. Und dann bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, ja, ich zelte hier, habe nichts anderes gefunden, tut mir leid und so. Und der hat dann gesagt, ach, kein Problem, bleib eine Nacht hier, gehe ich auf einen anderen Hochstand. Weil er wollte ihn auf den Hochstand, der da war. Und der ist dann auf einen anderen Hochstand gegangen, also ganz freundlich gewesen. Also, da habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ja, Leute, das waren jetzt meine Erfahrungen erstmal zum Zelten mit dem Fahrrad und beim Wandern. Und dann jetzt zu den Erfahrungen mit dem Wohnwagen. Also da habe ich noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Auch nicht hier in der Magdeburger Gegend. Ja, also, und da habe ich auch die Leute gerade vor einem Jahr getestet. Und zwar gerade in der Gegend hier Kolwitz, wo ich öfters schon negative Begegnungen hatte. Da habe ich mich extra provokant am Waldrand hingestellt, wo ich mich sonst mit dem Zelt nie mehr hingetraut habe, weil da nämlich regelmäßig die Jäger langkommen und der Förster. Und habe die auch angesprochen. Und ja, die sehen das. Das ist wirklich, das habe ich auch nicht gedacht, dass der Wohnwagen wirkt ganz anders als ein Zelt. Ja, also die sehen das wirklich ganz anders. Und ja, das gab da gar keine Probleme. Die haben sich gewundert, was das ist, haben dann auch geguckt. Oh, haben sich gefreut, ja, oh, kein Problem. Also es gab da wirklich null Probleme bis jetzt. Ich hatte auch Waldeigentümer kennengelernt. Das war oben am Truppenübungsplatz nördlich von Dolle. Und die hatten mir auch die Erlaubnis erteilt. Da habe ich auch ein Video drin. Das war letzten Frühjahr, im März, April irgendwann, wo ich da ein Video gemacht hatte. Die haben mir sogar die Erlaubnis erteilt, in ihrem Wald da stehen zu dürfen mit dem Wohnwagen. Ja, denn in Hamburg keine Probleme. Und ja, die einzigen Probleme, stimmt, fällt mir ein, war ja auf dem Brocken bis jetzt. Das war das einzige Mal, wo ich jetzt wirklich denn auch weg musste mit dem Wohnwagen. Ja, und hattet ihr gesehen auf der Brockentour, da stand nichts draußen. Also, dass ich da jetzt mit dem Wohnwagen den Brocken verstädtere, sehe ich ein bisschen anders. Ja, aber das sind halt die Regelungen. Vor allen Dingen, man muss auch sehen, ich stand da nicht im Wald drinne, sondern habt ihr auch gesehen, vielleicht so 40 Meter neben einer Hauptstraße, wo auch viel Autoverkehr war. Und oben auf dem Brocken ist ja auch alles vollgebaut. Ja, also das konnte ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich habe gemerkt, diskutieren braucht man da nicht. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, ja, kein Problem, abhauen. Merkt man ja, ob man mit wem diskutieren kann oder nicht, ob da Argumente zählen. Und ja, wenn ich da den Brocken verstädtere, bloß weil meine Schuhe draußen stehen, das ist für mich das Zeichen. Da brauchen wir nicht weiter erzählen. Ja, das war das einzige Mal, dass ich da was Negatives hatte. Stimmt, ansonsten gab es bis jetzt null Probleme mit dem Wohnwagen. Im Gegenteil, die Leute fanden das sogar gut. Ja, und ich denke mal, was aber auch wirklich wichtig ist, dass man draußen keine Campingmöbel hat. Wenn man natürlich draußen einen riesen Campingtisch hat, noch drei Stühle, vielleicht noch irgendwas abgespannt, irgendeine Plane und so, das wirkt dann schon wieder anders. Ja, und wie sie da reagieren, das weiß ich natürlich nicht, weil das mache ich jetzt ja mit Absicht nicht. Es sei denn, ich habe wirklich eine versteckte Stelle, da würde ich dann auch mal einen Tisch rausräumen. Aber ich habe auch gar keinen bei, weil ich habe ja alles hier im Wohnwagen drin, also ich brauche das jetzt auch nicht. Ich habe auch am Anfang immer meinen Helinox-Stuhl mitgehabt, aber ich habe gemerkt, den baue ich gar nicht auf. Also brauche ich noch nicht mehr mitschleppen. Den hatte ich jetzt mit, wo ich das Feuer gemacht habe, da habe ich den mitgehabt, um mich dann auch am Feuer hinzusetzen. Aber ansonsten habe ich ihn gar nicht mehr mit. Brauche ich also und ich brauche auch keinen externen Tisch, weil ich ja hier drinnen alles habe. Jo. Ja, Leute, das waren so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und nochmal ganz kurz zur rechtlichen Lage hier mit dem Wohnwagen. Also aus meiner Sicht oder nach meinem rechtlichen Verständnis ist der Wohnwagen rechtlich ein Fahrradanhänger, mit dem ich natürlich Fahrradwege befahren darf, mit dem ich auch in den Wald fahren darf. Wie gesagt, das ist rechtlich ein Fahrradanhänger, gilt ja nicht rechtlich als Wohnmobil oder so. Das ist aus rechtlicher Sicht ein Fahrradanhänger, mit dem ich, wie gesagt, auch in den Wald fahren darf. Und es kann mir keiner verbieten, in meinem Anhänger zu schlafen. Ich bin natürlich kein Rechtsexperte jetzt. Ja, es gibt da auch noch kein Gerichtsurteil oder irgendwie so zu. Das ist jetzt mein rechtliches Verständnis dazu. Und der René Kreher hatte da auch mal ein ausführliches Video zu gemacht. Da müsst ihr mal auf seinem Kanal gucken. Vielleicht sollten wir uns mal an den
allgemeinen deutschen Fahrradclub, wenn ADFC, und was die dazu sagen. Ja, das könnte man ja mal machen. Vielleicht mal eine E-Mail hinschreiben. Ja, wenn ich mal Zeit habe, könnte ich das mal machen. Das ist eine gute Idee. Ja, Leute. Aber wie gesagt, so ist jetzt mein rechtliches Verständnis. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass ihr kein S-Pedelec nehmt, wenn ihr hier einen Wohnwagen ziehen wollt. Mit dem S-Pedelec funktioniert das rechtlich nicht. Also ihr braucht schon ein normales Pedelec, weil das auch wieder rechtlich als Fahrrad zählt. Mit dem normalen Pedelec darf ich denn nämlich auch in den Wald fahren. Ja, die Waldwege darf ich da mit dem Fahrrad befahren, also auch mit dem Pedelec, weil das rechtlich ein Fahrrad ist. Und auch Radwege mit dem S-Pedelec nicht. Ja, aber wie gesagt, belest euch da selber mal, googelt da mal zu dem Thema nach, und da findet ihr Seiten, wo das alles steht. Ja, aber mein Wissensstand ist jetzt so. Ja, aber wie gesagt, ich sage nochmal, ich bin kein Rechtsexperte. Nicht, dass er nachher vor Gericht landet und sagt, der Enduro, nee, hat das gesagt auf YouTube. Falls euch auch mal jemand anzeigen sollte, zum Beispiel ein Waldeigentümer oder der Förster ruft die Polizei und gibt bei der Polizei eine Anzeige auf, also erstmal ist die Polizei, nimmt denn bloß die Anzeige auf, und dann ist es noch die Frage, ob der Anzeige nachgegangen wird. Also da entscheidet irgendwo wer genau, weiß ich jetzt auch nicht, aber da wird dann entschieden, ob da überhaupt dem nachgegangen wird, ja. Wenn da rechtlich gar keine Handhabe ist, weil ich bloß in meinem Fahrradanhänger im Wald stand, da wird dann die Anzeige gar nicht weitergegangen. Was meint ihr, wie viele Anzeigen eingestellt werden? Weiß ich aus erfahrenen Quellen. Ja, und falls es vor Gericht gehen sollte, muss man natürlich gut argumentieren dann. Beweisfotos auch machen, wo man stand, wie das aussah da, das ist auch ganz wichtig. Und das, damit man denn, falls es doch mal vor Gericht gehen sollte, gut argumentieren kann. Ja, das kann ich euch jetzt nochmal mit auf den Weg geben. So würde ich es auch selber machen. Falls man doch mal in die Situation kommt, dass es vor Gericht gehen sollte, weil man, weiß ich, irgendwo stand. Ja, Beste ist natürlich, das Ganze zu verhindern, dass man eine Anzeige bekommt. Also mein Tipp wäre da wirklich an euch, entschuldigt euch da bei demjenigen, der da möglicherweise zu euch ankommt, Waldeigentümer, Förster, Jäger. Entschuldigt euch, nehmt euch zurück und sucht euch zur Not eine neue Stelle. Ja, so habe ich es ja dann auch gemacht bei den Rangern. Ist das Beste. Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, das soll es denn hier jetzt gewesen sein. Das Video ist wahrscheinlich noch ein bisschen länger geworden, als ich das ursprünglich geplant habe. Aber so ist das, wenn man dann mal anfängt mit Erzählen. Und ich will euch ja auch alles mitgeben, meinen ganzen Wissensschatz. Und da fällt mir dann immer noch mal wieder was ein. Und hier fängt es jetzt wieder an mit Regnen. Es wird schon ganz schön warm hier drin. Wie viel Grad sind denn eigentlich? Oh, hier sind schon 14 Grad hier drin. Aber draußen ist auch, sind 7 Grad. Ich weiß gar nicht, ob ihr es seht jetzt. Mir ist doch noch ein Ereignis eingefallen. Und zwar leider ein negatives. Und zwar im Westen war das gewesen. Das war Anfang 2020 gewesen, da bin ich ja mit dem Motorrad runtergefahren nach Süddeutschland. Ich wollte ja in die Schweiz gehen, bin leider nicht rübergekommen, die Grenze war zu. Ja, und auf dem Rückweg habe ich dann kurz vor Karlsruhe, ich wollte da übernachten, das war so eine, ich blende euch das jetzt mal hier ein, da waren so Streuobstwiesen mit so kleinen Bungalows. Und wollte da, habe da schon mein Zelt hingehauen gehabt, beziehungsweise ich hatte bloß ein großes Tarp mit, das habe ich übers Motorrad gemacht. Und da wollte ich dann schlafen. Ich war also mit dem Motorrad unten gewesen und habe da dann so einen Gassigeher kennengelernt. Genau, den hatte ich angesprochen, ob das wen stört da. Der hatte das verneint. Zufälligerweise kam aber dann, ja, wir hatten uns vielleicht so 20 Minuten unterhalten, kam dann die Eigentümerin des Grundstückes an, wo ich da gerade war. Und die hat sich aufgeregt. Die hatte allerdings auch was gegen diese Gassigeher. Aber man hat ihr schon angesehen, dass sie so ein bisschen frustrierte, nicht gut gelaunte Frau war. Und die hat mich dann da auch verscheucht. Jetzt kommt aber das Lustige. Oder das, was, ja, wo ich dann wieder so ein Auge geschraubt habe. Der Gassigeher, mit dem ich mich nämlich sehr nett unterhalten hatte, der ist dann nach der Situation, der hat das ja mitbekommen, dass die Frau mich da verscheucht hat. Er ist dann sofort losgegangen
und hat da andere Leute gefragt, die da Grundstücke hatten, die auch gerade anwesend waren, ob ich da pennen kann. Das war der Hammer gewesen, da ich gedacht habe, das ist ja Wahnsinn. Und er hat ja glatt nachher einen gefunden, der kam dann an, wie es ich, 10 Minuten später, ich war gerade beim Zusammenpacken, und hat gesagt, komm mal mit, du kannst hier und hier schlafen. Ja, und dann bin ich dann bloß schräg rüber gegangen und vielleicht, ja, 30 Meter weiter und konnte mich dann da hinlegen. Ja, hatte eine wunderschöne Nacht, weil da hatte ich noch ein besseres Schlafgefühl. Ja, wenn man es denn darf, ist es denn noch besser, das Schlafgefühl. Ja, wie gesagt, die Bilder blende ich euch hier mal ein. Seht ihr hier, wie ich geschlafen habe da. Ja, überall so Obstbäume, kleine Obstbäume. Ja, dieses Ereignis ist mir eben gerade noch eingefallen. Das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Der Wohnwagen steht mittlerweile wieder in der Garage hier. Ja, Leute, okay. Ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Enduro René.